Der Reigen der Dampflokaufnahmen beginnt in Kirchweihe 1960 mit der Ankunft eines von einer Franco-Crosti-Lok gezogenen Personenzuges. Bahnsteigsperren gibt es zum Glück schon lange nicht mehr. Unterbrochen werden die dampfgeführten Züge von einer V200 und einem der damals modernen TEE-Triebwagen VT1115. Unglücke gibt es auch bei der Eisenbahn immer wieder. So auch am 11. Januar 1955, als auf der Allerbrücke zwischen Verden und Warnebergen mehrere Güterwagen aus den Schienen sprangen und sich querstellten. Als im selben Augenblick auf dem Nachbargleis ein Personenzug diese Stelle passierte, bohrte sich dessen Lok in die Waggons und stürzte in das Eiswasser unterhalb der Brücke, zusammen mit den Wagentrümmern beider Züge. Das Personal des Personenzuges kam bei dem Unfall ums Leben. 8 Reisende wurden zum Teil schwer verletzt. Viele Arbeiter waren zu der Zeit noch bei Gleisbauarbeiten beschäftigt und brachten ihren Familien das tägliche Brot. Nach der Ankunft im Bahnbetriebswerk mussten die Loks zuerst bekohlt werden und danach zur Ausschlaganlage vorziehen. Nach dem Öffnen der Rauchkammertür war der unverbrannte Rückstand der verfeuerten Kohle, die dort angesammelte Lösche, herauszuschaufeln. Inzwischen ist bereits die nächste Lok zur Bekohlungsanlage gefahren.
Danach geht es weiter zum Wassernehmen. Dabei setzt der Heizer dem Wasser unterschiedliche Chemikalien zu, je nach örtlicher Härte, um den Kesselsteinansatz so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig wird auch bei dieser Lok die Lösche entfernt. Nachdem die Rauchkammertür wieder geschlossen ist, kann die Lok entschlackt werden. Dazu wird der Kipprost heruntergekurbelt und die Bodenklappen des Aschekastens geöffnet, sodass die Schlacke direkt in den zwischen den Schienen stehenden, halb mit Wasser gefüllten Hund fallen kann. Jetzt kann die Lok über die Drehscheibe zur wohlverdienten Ruhe in den Lokschuppen fahren. Währenddessen wird der volle Schlackenhund von einem Bockkran aus der Grube gehoben und sein Inhalt in einen offenen Wagen entleert. Der Betrieb der Dampflokomotiven war sehr wartungsintensiv. 7 bis 8 Stunden dauerte es, bis nach dem Anheizen genügend Druck aufgebaut war, damit sich die Lok mit eigener Kraft in Bewegung setzen konnte. Vom Bekohlen und Wassernehmen bis zum Löscheziehen und Ausschlacken sowie der Kontrolle der Antriebsstangen und ihrer Lager reichten diese Arbeiten.
In Meppen wartet eine 043 auf Ausfahrt. In Rheine war 1975 auch noch die Baureihe 042 vertreten. Der Ablauf der Lokbehandlung ist der gleiche wie in Bremen, nur mit dem Unterschied, dass hier die Bekohlung durch die Betankung mit Schweröl ersetzt wurde. Das Bahnbetriebswerk Rheine war das letzte Dorado für all jene, die noch einmal die übrig gebliebenen großen Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn vor ihrem endgültigen Abschied von der Schiene erleben wollten.